weiß jetzt, dass der Spruch niemals allein kein Spruch ist, sondern dass das eine Familie ist. Egal wie das Spiel heute ausgehen wird, das Video heißt heute niemals allein. Hallo, hallo Kimsen. Hallo. Yassas. Das ist Pet, ja. Hola, Kala. Jagon ist gekommen. Back on track. Aus Westfalen extra für das heutige Spiel. Und wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Massee und dann werden wir ganz locker flockig unsere Plätze einnehmen. Wir sind jetzt ausgestiegen, waren zusammen in der Bahn mit Schalkern gemeinsam und gehen auch gemeinsam zum Stadion. Schalker-Invasion incoming. Ja, ganz schön blau hier. Bisschen. Jagon, ja. Wollen wir rein? Pyros hast du dabei? Ach nein. Kopfhörer. Wir sind jetzt durch und begeben uns jetzt zu unseren Plätzen. Ich bin total gehypt auf das Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Übrigens, ich erwarte heute einen Sieg. Ich tippe 3:1 für Hannover. Ja, ich finde das einen guten Tipp, aber ich bin mir nicht sicher. 3:2 ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Ergebnis für Hannover. Das sehen wir auch mit. Also, bis gleich. Schaut euch mal das hier an. Eine kleine Choreo von Schalke. So, auf Instagram hatte ich ja gesagt, dass die drei besten Kommentare vorgelesen werden, die die meisten Likes haben. Und ich lese hier gerade live. 34 Likes. Es ist kein Tipp. Malle.gxx. MNF gehört zur Hannover Familie. Dankeschön, Malle. Ich sag dazu etwas Kleines. Wir machen mal direkt weiter. Was ist das nächste Bild? 96 Freunde hat 20 Likes bekommen. Und der Kommentar: ein geschmeidiges 3:1. Esse mit einem Sololauf über links. Das wäre natürlich super. Und Kommentar Nummer 3 kommt von Silas Bra 007 mit 9 Likes. 2:1 für uns. Ich möchte übrigens eine ganz besondere Person noch grüßen, die sich jedes Video anguckt. Josi, Josefine, ich grüße dich und ich grüße auch deinen Vater. Ansonsten wollte ich ganz kurz etwas wegen der Sache in Magdeburg noch sagen. Richtung Magdeburg. Ich bin heute in Weiß. Die Farben des Friedens. Ich bedanke mich bei allen, die mir geschrieben haben. Es waren nicht nur Hannoveraner, wir haben auch sehr viele Magdeburger geschrieben. Herr Tana, Babelsberger. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten möchte ich dazu nichts sagen. Der Verein hat sich entschuldigt dafür. Und an meiner Entscheidung werde ich jetzt auch nichts ändern. Dort sieht man nochmal, dass da was ausgerollt wird. Es wird wahrscheinlich ein Gesamtbild vom Schalke 04 Logo geben. Bin schon richtig gespannt. Genau solche Sachen möchten wir im Fußball sehen. Denkt ihr schon mal gut an. Oh, was sagst du schon mal? Also ganz schön laut. Die Schalker sind ja jetzt schon richtig laut und sind, glaube ich, noch gar nicht alle im Stadion. 96 Fans, der grüne Tisch ist gedeckt und die Tore sind gespannt. Wir begrüßen unsere Torhüter, unsere Zwischenpfosten, mit der Rücke Nummer 1, Eddie!
gesagt, dass der neue Hauptsponsor von Hannover die Wüstra ist. Ich weiß gerade nicht, was ich zeigen soll. Die geile Choreografie oder hier den Dorfblock. Oh.
gibt fetten Lob an beide Fanlager. Es gibt hier gerade einen richtigen Battle zwischen Schalke und Hannover bei den Fans. Was für ein Foul, ja. Was für ein Foul! Aus der Latte. Sauber, sauber. Konzentriert euch, Leute.
Schalke führt zur Halbzeit mit 1:0. Ich muss auch sagen, es war verdient. Wir machen viel mehr für das Spiel. Ich bin von 86 etwas enttäuscht, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wie gesagt, mein Tipp war heute ein 3:1. Mal schauen, was in der zweiten Halbzeit gehen wird. Bis gleich. Geklappt, aber knapp daneben. Auf geht's, heute. Nein. Mittlerweile sind die 61 Minuten gespielt und es sieht nicht gut aus. Weiter. Foul! Foul an! Mittlerweile haben wir 68 Minuten gespielt und ja, es ist noch alles offen, aber Hannover tut einfach zu wenig. Wir sind in den letzten 14 Minuten und wir warten hier auf ein Wunder. Wir warten auf den Ausgleich, genau. Im Moment geht es noch nicht so lange aus, aber wer weiß. In der Schlussphase könnte es ja noch mal spannend werden. Auf geht's, Jungs, los! Oh! Nochmal sehr gefährlich von Schalke. Sie sind hier am 0:2 näher dran als Hannover zum 1:1. Thank you.
weitermachen! Jetzt weitermachen, Jungs! Jetzt weitermachen! Thank you.
entscheidende 94-1 unentschieden. Ja, das Spiel endet 1-1. Schalke war in der ersten Halbzeit sehr gut. Und in der zweiten Halbzeit, so die letzten 20, 25 Minuten, hat dann 96 so gespielt, wie wir sie kennen. Leider ein Unentschieden, aber ja, was soll man machen? Schalke hat wirklich sehr gut gespielt. Die Fans waren klasse. 96-Fans waren klasse. Und ja, Jagon, du warst jetzt das zweite Mal hier, hast keinen Sieg erlebt, ne? Stimmt, gegen HSV war auch, glaube ich, eine Niederlage, ne? Ich weiß genau, 1-0. 1-0. Ja, aber die Stimmung war auf jeden Fall richtig gut. Beide Seiten, Schalke und Hannover-Fans, haben ordentlich Stimmung gemacht. In der zweiten Halbzeit, oder gegen Ende der zweiten Halbzeit, hat dann Hannover nochmal so ein bisschen aufgedreht. Nach dem 1-1 hätte auch noch, sag ich mal, Lucky Punch passieren können. Aber so ist es trotz allem, würde ich sagen, gerechtes Unentschieden für beide. Auch wenn es ein bisschen zu wenig ist jetzt für die aktuelle Situation für Hannover, aber nächstes Spiel. Genau, das sage ich auch. Wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Like dieses Video, schreibt den Algorithmus einen Kommentar, HSV niemals allein oder was ihr wollt, könnt ihr machen. Das ist total egal. Dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Niemals allein.